Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pirates Legend am Freitag. Ja, und das heißt Wochenende und PvP. PvP natürlich, aber wir wollen erstmal hier in der Union, muss ich mal eben reingehen und mal eben die ganzen Leute zeigen, wegen dem Aktivitätsprotokoll, ne, was ich immer so für meine Union mache. Da gehe ich jetzt einmal so durch und zapp das einmal so ganz kurz, damit die Leute sehen, was wurde gemacht und was wurde nicht gemacht. Das will nämlich unser Captain da sehen und deswegen mache ich das immer so am Anfang einer Folge, damit man immer weiß, okay, die Leute sind aktiv, die Leute sind halt nicht aktiv und danach werden die halt auch aussortiert, ne? So, das war das Aktivitätsprotokoll für den Captain. Ich hoffe, du hast Spaß damit. So, als nächstes machen wir jetzt All Blue, ja? Wie ihr wisst, habe ich ja mir am Montag den Trafolgalor geholt und wie versprochen habe ich ihn jetzt schon mit im Team drin. Hier oben ist er. Und ich muss sagen, das Team hat sich schon um einiges verbessert. Ja. Das war jetzt nicht so gut. Ich hätte eigentlich auf Auto stehen haben müssen. Aber Gott sei Dank, es ist ein schwaches Team. Hätte ich beinahe vergessen. Meine Güte. So, der wird auf jeden Fall nicht so oft gestunt wie Vankov. Da bin ich auf jeden Fall schon sehr glücklich drüber. Und es hat sich genau das bestätigt, was ich mir schon gedacht habe, dass Ivankov da doch ein wenig irgendwie verbuggt ist oder halt nicht so viel Dodgen hat wie Trafolgalor. Was ich eigentlich nicht nachvollziehen kann, aber egal, scheiß drauf. So, wir haben jetzt hier einen, das könnte lustig werden, aber der Heiler und der Stunner wurden auf jeden Fall schon blockiert. Das heißt, da brauchen wir uns keine Sorgen mehr drum zu machen. Jawohl, das läuft wie geschmiert. Jetzt müssen wir nur noch Roger ausschalten. Das geht ja relativ schnell. Ja, jetzt muss ich nur noch warten, bis mein Team wieder dispelled ist. Oh, ja. Seht ihr? Also Trafolgalor wurde jetzt nicht gesandt. Jetzt ja. Aber da darf es ruhig passieren. Das andere Team war ja schon so gut wie tot. So. Jetzt könnte es nochmal interessant werden. Trafolgalor wird wieder nicht gesandt. So wie es eigentlich sein sollte. Aber der Speedwert gefällt mir noch nicht von Trafolgalor. Da muss noch einiges mehr kommen. Also vom Schaden her hat sich bei mir auch einiges getan. So. Jetzt müssen wir nur noch den Gusei Ada wegkriegen. Aber es sollte eigentlich nicht das Problem sein. Gut, dass er gestunt ist. Ich muss meinem Gusei A auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Dodgen geben. So. Nächster Kampf. Ich sag ja, jetzt gehe ich ein bisschen lockerer so an die Sache dran. Leute, die mich vorher halt gestunt haben, kriegen es jetzt nicht mehr hin. Finde ich gut. So war auch der Plan. So wollte ich das auch haben. Aber wie gesagt, der muss noch ein bisschen was schneller werden. Weil sonst kassiert er nämlich zu viel Schaden. Ansonsten muss ich mal gucken, dass ich den so ein bisschen mehr auf HP gehe oder so. Keine Ahnung. Aber er hat ja noch ein paar Level vor sich. Also er ist ja noch nicht Max-Level. Also da geht noch was. Da mache ich mir eigentlich keinen Kopf. Oh, ich muss gegen mich selber antreten. Das ist mies. Das ist mies. Aber mein Trafolgalor wurde nicht gestunt. Jawohl. Oh, ganz böse. Boah, hat der ein geiles Team, ey. So, jetzt bin ich dran. Oder er hat seine Ulti schon gemacht. Alter Schwede. Ich hab schon lange nicht mehr gegen mich selber gekämpft. Das dürfte sehr interessant werden, ey. Ohne Scheiß. Meine Fresse. Alter Schwede. Das ist echt schon mega geil. So, jetzt nur noch. Ich habe gegen mich selber gewonnen. Ist das nicht schön? Ich kämpfe gegen mich selber und gewinne. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das ist jetzt so eine Sache, ne? Jawohl. Läuft doch wie geschmiert. So, hier haben wir jetzt noch einen, der hat einen Goldschar drin. Jetzt nehmen wir natürlich Gusei A als Cap mit. Gehen wir jetzt auch ein bisschen auf Hit. Na, hat er auch keine Chance. Vom Stunwert her. Jawohl. So, dann setzen wir mal wieder zurück. Ne? Jawohl.
So, gehen wir rein, dann nehmen wir hier wieder unsere Prinzessin mit und packen aber Prinzessin als Cap wieder rein, weil wir sind ja auf Ausweichen. Deswegen müssen wir da so ein bisschen gucken, dass wir das auch beibehalten. Und natürlich, dass Trafalgar-Lore hier komplett seine Fähigkeiten nutzt. Obwohl Trafalgar-Lore ja eigentlich nur eine T2-Karte ist, ist er dann doch besser im Team als Ivankov. Warum auch immer. Also verstehen, wer will. Ist mir egal. Aber ob das richtig funktioniert, werden wir natürlich nachher beim serverübergreifenden PvP richtig beobachten können. Ob er sich da dann doch besser rauskristallisiert als die anderen. Wie gesagt, der Speedwert, der gefällt mir noch nicht. Der muss auf jeden Fall noch deutlich höher. Zur Not kriegt er einen Speedpartner rein. Wollte nicht das Problem sein. Zurzeit hat er halt ein Whitebeard. Und das ist ja so schon nicht schlecht. Gleich werden wir auf jeden Fall richtig übel auf die Maske kriegen, glaube ich. Weil ich habe gerade schon gesehen, das sind zwei Gurusei A in Red. Und selbst da kann Trafalgar-Lore dann nichts gegen ausrichten, weil wenn die schon so krass auf Hit spielen, werde ich wahrscheinlich übelst auf die Ommel bekommen. Obwohl, Trafalgar-Lore wurde nicht gestunt. Mega cool. Jawohl. Jawohl. Das sieht gut aus. Mein Gurusei A habe ich jetzt natürlich mehr Dodgen gegeben. Also die Kette von der Prinzessin. Deswegen wird die Prinzessin jetzt öfters gestunt als Gurusei A. Das ist schon mal viel besser. So, jetzt haben wir den nächsten hier. Wer ist das? CN77. Oh, das wird böse. Das wird böse. Aber super geklärt. Jawohl. Naja, es lohnt sich schon. Hier ist ein bisschen umfunktionieren von dem Team. Merkt man sofort, dass es schon um einige stärker geworden ist. Gefällt mir so. Kann ich nur sagen, gefällt mir so. So, den hier, den kann ich einfach so wegklatschen. Das sollte kein Problem sein. Jawohl. Dann setzen wir mal wieder zurück. Und gehen das dritte Mal hier durch. Heute dauert es ein bisschen länger. Wir haben echt schöne Gegner bekommen. Gefällt mir. Ist mal ein bisschen spannender hier. Das läuft doch schon ganz ordentlich. So, wen haben wir hier jetzt mit Whitebeard? Ich würde sagen, er spielt auf Hit, aber der hat gar keinen. Er hat einen total schwachen Stunner drin. Aber okay. Vor allen Dingen die Ulti von meinem Trafalgar-Lore, die ist ja schon auf 45 oder so. Das heißt, der heilt auch sehr gut. Kann man auf jeden Fall sich geben. Ich habe Bowen hat heute einen Lowy drin, okay. Bin ich mal gespannt. Ja doch, ist alles gestunt, gut. Sollte auch direkt in der ersten Runde alles flach liegen. Gurusei A macht das glaube ich komplett. 1,3 Mille. Jawohl. Läuft wie geschmiert. Die sollten jetzt auch schnell kaputt gehen. Jawohl. Jetzt beim letzten Mal kommen wir dann doch relativ schnell durch. Finde ich gut. Dann sind wir jetzt nämlich direkt gleich beim serverübergreifenden PvP. Und da wird es dann richtig interessant. Mit dem neuen Team. Mit der neuen Skillung. So, wir holen uns aber erstmal hier die Steinchen. Nicht, dass wir das vergessen. Also ich würde sagen, All Blue ist heute richtig gut gelaufen. Hatten viele schöne, starke Gegner dabei. Und auch ein paar schwache. Also schön ausgeglichen.
So, mal gucken, kann ich schon wieder einen neuen Stein zusammenbasteln? Jawohl, da habe ich schon wieder den ersten Stein zum nächsten Ratcher. Läuft auch wie geschmiert. So. Gucken wir mal. Unser erster Gegner ist... Was? Wal von S1? Walle von S1. Ja, das dürfte eigentlich relativ easy sein, denke ich. Sollten wir eigentlich so durchkommen. Der kriegt direkt voll auf die Ommel. Volles Klatschen. Jawohl. Er muss sagen, Gusei A, der macht schon einiges aus. Also, hat der da einen Schaden rausknüppelt, ist mega. Und er wurde nicht gestunt. Er hat echt gut dodgen, muss man nicht sagen. So, suchen wir den nächsten Gegner. Wen kriegen wir? Wir kriegen... Rufi. Boah, den können wir mal eben wegklatschen. Wollen ja keine Punkte verschwenden. Jawohl. Nächste Gegner. Und wir haben... Sheng von S1 mit Trafalgar-Lore auf Red mit Roger Gold 2. Jetzt muss natürlich mein Speed stimmen. Bin ich mal gespannt. Also sein... Okay, ist alles gestunt. Sollte kein Problem sein. Den hauen wir aus der Schuhe. Jedenfalls denke ich das. Hoffe ich das. Jawohl. Das sieht gut aus. Ja, das ging relativ schnell. So, als nächstes kriegen wir King Fire von S15 mit Roger auf 3. Gurusei A und Gurusei C und Ivankov. Das wird natürlich jetzt ein richtiges Hardcore-Match. Ich bin mal gespannt, ob wir eine Chance haben. So, jetzt kommt das dann. Und Trafalgar-Lore ist nicht gestunt. Jawohl, so muss das laufen. Läuft. Also ich sage ja, Trafalgar-Lore im Team, das bringt einiges mehr. Warum der so gut dodgt, ich weiß es nicht. Ja. Ich finde das so schade wegen Ivankov halt. Gusei A ignoriert einfach den Stun. Finde ich gut. Jetzt kann auch von mir aus Trafalgar-Lore gestunt sein. Das ist mir dann Puppe. Ist ja sowieso nur noch der Roger. Und tschüss, Roger. Das war's für dich. So, dann gucken wir mal weiter. Wen haben wir jetzt? MMA. Mit Roger auf 3. Gusei A und C auch wieder. Und Lau auf Gold. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das wohl endet jetzt. Okay, er konnte mich stunnen. Konnte aus dem Stun raus. Jetzt muss ich natürlich Glück haben. Nein. Diesmal verliere ich. Schade. Hätte gut gehen können. Aber na gut, man kann ja nicht immer gewinnen, ne? So, jetzt haben wir Bob 1312 von S5. Der spielt ein ganz außergewöhnliches Team. Vor allen Dingen mit Kizaru auf Red. Oh, jetzt muss ich erstmal wieder einen dazu kaufen hier. Ja. Und dann gucken wir mal, was er so auf dem Kasten hat. Boah, der geht direkt unter. Hat keine Chance. Jawohl, weg ist er. So, und dann haben wir hier Kin von S2 mit Trafalgar-Lore und Red und Roger. Ja, sollte eigentlich nicht so das Problem sein. Ich muss wieder einen dazu kaufen. Moment, 5 Berry zahlen. So, gucken wir mal. Aber ihr merkt schon, jetzt habe ich wieder richtig Spaß an meinem Team. Ist echt geil so. So sollte es normalerweise sein. Jawohl. Läuft wie geschmiert. Mal gucken, wer unser nächster Gegner ist. Wir haben Batzi von S1 mit Enel Prinzessin Combo und ein
ein Zen. Ich muss schon wieder zukaufen hier. So, dann gucken wir mal. Könnte relativ interessant werden. Okay, Vista hat überlebt. Ist jetzt nicht so schlimm. Also, was heißt überlebt? Ist nicht im Stun, sagen wir es mal so. Alles klar. So, einen Kampf machen wir noch. Dann sind wir durch für heute. Gegen TK. S13. So. Kaufen wir nochmal einen dazu. Jawohl. Dann gucken wir mal. Sollte nicht so das Problem sein. Also wie gesagt, Leute, Trafalgar Lore macht sich auf jeden Fall viel besser im Team als Ivankov. So muss das sein. Aber ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ein angenehmes und schönes Wochenende. Ich hoffe, der PvP-Freitag war mal wieder sehr interessant und spannend. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Haut rein, Leute. Macht's gut. Ciao.